So, moin moin ihr Zipfel und herzlich willkommen zu Poppys Playtime, Chapter 3, Kapitel 3. Es heißt Tiefschlaf. Nach dem Zugunglück bist du nun in der Tiefe gestrandet und hast ein neues Ziel vor Augen. Erinnert ihr euch vielleicht, wer bei mir Kapitel 2 gesehen hat? Da sind wir am Ende mit diesem Spielzeugzug irgendwo in so ein Loch gefallen oder sowas, ne? Nachdem wir durch die Mine gerast sind. Irgendwie so war's. Und hier scheint das Ganze jetzt irgendwie weiterzugehen. Ich bin saumäßig gespannt. Es ist heute Nacht erschienen oder gestern spät Abend, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber nachts spielen ist doof, denn nachts muss ich schlafen. Also schön, dass ihr dabei seid. Denkt dran, bewerten, kommentieren, das hilft mir immer sehr. Und jetzt gehen wir direkt rein und spielen. Wir machen ein neues Spiel. Ja. Ich habe zwar noch nicht gespielt, aber das liegt daran, dass du für das Kapitel 3 den ersten Teil installieren musst, damit das Ganze hier funzt. Den ersten Teil gibt es aber kostenlos auf Steam, falls ihr Bock darauf habt, könnt ihr euch das runterladen. Ich setze den Link in die Beschreibung. Und los geht's. What's the time? Playtime! S-M-I-R-E, every day! When you are down and out, don't be the frown and pout. The smiley players here to say, S-M-I-R-E, every day! Okay, guys, I promise. All winds blow away. Eventually. Na toll. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please help us! Sleep, sleep, sleep! Okay. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Ach du Scheiße. Deine Kinder sind bei Catnap nicht sicher. Also werden wir keine Catnap-Puppe für unsere Kinder kaufen. Die werden bestimmt bald auf den Markt kommen. Ich wette. Okay, what's up? Oh, er hat uns da reingeworfen, oder was? Wir sind es. Das sieht aus wie eine Müllpresse, Mann. Wie geht's hoch? Runter? Ach du Scheiße, warte mal. Hier durch? Hier durch. Da.
Zieh dich nach Gegenstand um, den du dich hochziehen kannst. Ah, okay, alles klar. So viel ist klar. Aber wie kann ich mich jetzt hochziehen? Springen geht nicht. Mehr gibt's hier nicht, ne? Nee, es gibt tatsächlich echt nur die Leiter hier. Ah, warte. Loslassen und dann nochmal drücken. Okay. Okay, alles klar, wir haben es geschafft. Erstmal wieder reinkommen hier. Ja, moin. Das Ganze kann doch nicht besser werden, oder? Okay, das sind ziemlich große Kolben, würde ich sagen. Okay, der kommt jetzt hoch. Dann geht der in die Mitte. Der ganz runter, der geht nicht ganz runter. Okay, also wir müssen über den springen hier. Okay, zu spät. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Wo hat er mich hier reingeworfen? Und wer war er? Lieber erstmal umgucken. Ich weiß nicht, wie es in diesem Kapitel ist, ob man jetzt irgendwelche Dinge noch einsammeln kann, die uns später helfen. So Collectibles oder sowas, ne? Noch nichts. Oh, die Rätsel, da graut mir jetzt schon wieder vor. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt. Mit diesen, wo du die Leuchtstreifen kombinieren musst. Verbinden musst. Okay, ich gehe mal davon aus, die Tür ist nicht ohne Grund da. Ne, mehr gibt es hier aber auch erstmal nicht. Außer diese geheimnisvolle Treppe hier. Run. Okay, da kommen wir aber auch nur auf der anderen Seite wieder runter. Dann gehen wir ja mal rein. Was? Was? Okay, wir müssen da in die Mitte. Geh auf da. Oh nein, hier unten ist so ein Gas, ne? Scheiße, ich muss schneller sein. Okay, alles klar. Das heißt, schnell rauf. Nein! Ey, ich bin so ein Dulli, ne? Bei Super Mario damals war ich mega gut. Das könnt ihr aber glauben. Warte mal, komme ich auch irgendwie von hier? Nee, von hier darf ich nicht. Okay, hier sind wir erstmal safe. Darüber, darüber, darüber. Fertig. Okay, geschafft. Ganz aufgeregt. Ah, okay. Ah, okay.
Und auf geht die lustige Fahrt. Oh. Scheiße. Ah, da wäre ich nicht rübergekommen, weil hier unten kann ich nicht springen. Den letzten Schacht, den ich bei Poppy Playtime in Erinnerung habe, das war im zweiten Kapitel, da mussten wir flüchten vor... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Oh, das war ekelhaft, wie sie im Schacht hinter dir hergekrabbelt ist. Junge! Was? Ach so. Jetzt bin ich von hier gekommen. Bist du doch von hier gekommen? So, noch mehr ducken kann ich mich nicht, aber dahinter würde ich eh nicht weiterkommen. Vielleicht geht es doch nach oben irgendwo raus, das habe ich übersehen. Hier? Nein, nicht die Finger zwischen die Ventilatoren, liebe Kinder. Geht schief. Hey, wo geht's denn hier weiter? Ja, das überall deine kleinen Rätsel stellen, ne? So wirklich so Mini-Rätsel, dass du erstmal denkst, hä? Ah, hier, guck mal. Wo sind wir in so einer Art? Ah, jetzt sind wir bei ihm. Der hat uns vorhin hier reingeworfen irgendwo. Nee, da hinten hat er uns reingeworfen. Alles klar. Hier brauchen wir Saft, hier brauchen wir Strom. Ja. Lege die Batterie in den Stecker, um den mit Strom zu versorgen. Okay, brauchen wir eine Batterie, würde ich sagen. Claire Harper, Debrief. Gegenstände browsen. AD. Wie lege ich die hier nochmal rein? 1, 2, 3. Kann ich sie nicht ablegen? Okay, vielleicht geht's gerade noch nicht. Taschenlampe haben wir noch nicht. Aber es muss doch hier irgendwo so eine Batterie geben. Ah, gucke mal. Da haben wir eine. Huch. Jetzt haben wir den schon mal versorgt. Reicht aber nicht. Wir brauchen direkt beide, ne? Ah ja, okay, der schwarze geht ja auch noch rein. Wir brauchen also noch die zweite Batterie. Jo, nice. Ein Bubba Bubba Fint. Baba Baba Fant. I remember you. Okay. An elephant always remembers. Ein Elefant erinnert sich immer. Want to know what I remember about you? Ja. Okay. Das kommt hin. Scheiße. Telefon, Telefon, Telefon. Wo? Wo ist es? Hier ein Telefon?
Nein. I'm Bubba Bubbafint. Hey, I remember you. Das klingt nach hier irgendwo. Das muss erstmal klingeln. Ich muss hier erstmal gucken. Okay, das ist so kein Knopf. Irgendwas muss ich doch mit euch machen, oder nicht? Gehen dann die Kabel lang. Damit diese Tür aufgeht, höchstwahrscheinlich. What the? Ah, andere Seite des Handschuhs, alles klar. Alles klar. Telefon! Hey, hey, can you hear me? You look yep. Kind of lost. I don't want you to die, so I'm gonna help you. Check this out. Look at the tube thing on the back wall. Ready? Ba-boom! You can use that battery to open the door. Dann machen wir das doch direkt mal. Aus welcher Tür sind wir denn eigentlich gekommen? Sind wir aus dieser Tür gekommen? Sind wir gar nicht. Wo ist denn die Tür hin, aus der wir gekommen sind? Hat sich hier der Schrank vorgeschoben, oder was? Ich bin doch hier gerade durchgekommen, ne? Ja, der Schrank. Hat sich bewegt. Okay, moin. Sonst gibt's ja nichts, ne? Weiter geht's. Wow! Did you do that? I guess that's where Catnap found you. I know you're probably mad at Poppy for not letting you escape, but she needs you. We need you. You are our mission. Together, we can save a lot of people, including you. Playcare is straight ahead. It's the home of Catnap. One of the smiling critters. There used to be 8 of them, I think. Now it's just him. Playcare is his church, his hunting ground, whatever he wants it to be. You better get moving quickly. We'll keep in touch. Oh, and by the way, my name is Ollie. Nice to meet you. Okay, kommen wir so nicht hoch. So viel steht fest. Okay, wir sollen nach Playcare und da werden wir Catnap finden. Sie brauchen unsere Hilfe und wir sind ihre Mission und das klingt alles irgendwie nicht so ehrlich, wenn ich ehrlich sein soll. 9:55. Save the world through, weiß ich nicht. Security. Klingt gut. Den engagiere ich jetzt und der kommt dann mit und hilft mir die ganze Zeit. Jo. Okay, das Kabel sieht irgendwie abgeschnitten aus. Ist nicht gut. Moin. Nimm den Griff und drehe den Strahl mit Q und E. Richte den Strahl auf die Stromzufuhr, während wir die Stromquelle berühren und schieß. What? Warte mal. Da soll der Strahl rauf, denke ich mal, ja? Okay, alles klar.
Richte den Strahl auf die Stromzufuhr, während wir die... Während wir die... Kannst du auch weiter runter, mein Lieber? Warte mal, das ist nur meine Hand, die dann hinten rausgeht. Okay. Und das ist aber auf dieser Höhe hier, ne? Warte mal. Ich glaube, das ist schon richtig. Und jetzt müssen wir... Nope. Okay. Okay, alles klar. Ich muss mir erst Strom holen. Von hier. Ich dachte, hier kommt auch irgendwie was raus, ne? Okay, alles klar. Und da muss ich mit der zweiten Hand eben dieses Ding drehen und zack, dort beleuchten. Okay, wir haben es gecheckt. Ich hab's gecheckt. Endlich, dass ich mal was checke hier. Jetzt bin ich ja nur im Kreis gegangen. Train Station. So, hoch geht's da auf jeden Fall nicht. Wir sind jetzt aber wieder hier. Haben wir irgendwie was geöffnet? Guck mal, jetzt haben wir auf jeden Fall... Ah, jetzt haben wir Strom. Elliot's Express. Speichern. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er speichert. Jawohl. Hey, I'm Chicken Chicken. Chicken Chicken. Wanna go outside and hang out? It's looking pretty bad outside. Alter, wie schreit er so? I've never been outside before. Will you come with me? Here, follow me. I'll step out first. Hey, I'm Chicken Chicken. Der kannst du auch gerne bleiben. Oh nein, das ist Huggy Wuggy. Das ist ein Baby Huggy Wuggy. Joy, let's go, close and open. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ach, das wird für die Gondel sein hier wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, wir haben zwei, alles klar. Lädt. Alter. Es ist, das Spiel baut so eine gewisse Grundspannung auf, was ich ziemlich geil finde. Okay. Oh nein, nicht schon wieder ein Tunnel. Hello. My name is Elliot Ludwig. Ja, moin. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money. I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. Okay. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce... Das? Playcare! Playcare, okay. Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school,
A playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May PlayCare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Na super. Wir sind endlich in Anführungszeichen bei PlayCare angelangt. In der Welt von, wie hieß er nochmal? Cat Toy? Toy Cat? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Telefon! Wo ist das Telefon? Achso, das haben wir jetzt mit, ne? It's me again, Ali. Cool place, right? The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Yes. Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of PlayCare. I can give you a key down there. Ach, na super. Darauf freuen wir uns mega, ne? In der nächsten Folge, meine Lieben. Ich werde 2 Folgen pro Tag hochladen, denke ich mal. Also ich beginne zumindest so. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Auf jeden Fall habe ich mega Bock, das durchzuzocken. Richtig Bock darauf. Alter Schwede. Also ich muss mir, wenn das so eine Art, so ein Spieleparadies für Kinder ist oder so, ne? Es ist schön bunt irgendwie. Okay, ja gut, hier ist wieder Fressalienkram. Aber schön finde ich es jetzt nicht. Schön finde ich es jetzt nicht. Okay, bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Denkt dran, liken, bewerten, kommentieren. Und haut rein. Tschüssikowski, bis Baldinski.